Geheimer GTA 6 Code in GTA 5 entschlüsselt. Ja, Freunde, gestern ist mal wieder was Spannendes passiert, denn es kam das neue GTA Online DLC raus. Und wieder mal hat Rockstar Games mit unseren Gefühlen gespielt. Denn dieses DLC ist vollgepackt mit Informationen und geheimen Codes, dass die Fans sogar glauben, da könnte ein Release-Datum drin stecken. Und es ist auch kein Geheimnis, die Codes wurden beinahe alle gelöst. Und was man da Schockierendes rauslesen kann, das zeige ich euch gleich. Doch bevor das spannende Video anfängt, würde es mich mega freuen, wenn ihr alle ein Like und ein Abo auf diesen Kanal da lässt und vergesst auf gar keinen Fall abzuchecken, ob die Glocke wirklich für alle Benachrichtigungen aktiviert ist. Würde natürlich auch noch auf süß kommen, wenn ihr die Videobeschreibung abcheckt oder einfach diesen QR-Code scannt, sodass wir auch auf TikTok oder Instagram befreundet sind. Dankeschön! Doch wie hat alles begonnen? Man hat dieses T-Shirt im Shop entdeckt und man muss sagen, dieses T-Shirt sieht schon verdammt nach einem Easter Egg aus, denn guckt euch die Zahlen außenrum an oder auch komische Symbole. Das in der Mitte könnte ein Alien mit einer Sonnenbrille sein, oben drüber ein Planet mit einer Soundwelle in der Mitte, links irgendwelche vier Kreise, rechts ein DNA-Strang und unten vielleicht irgendwelche Atome. Also so in etwa würde ein Laie das T-Shirt beschreiben. Doch was haben diese Symbole und Zahlen gemeinsam? Was wollen die uns mitteilen? Wir wissen ja, dass Rockstar Games nicht mehr viel Zeit hat, um GTA 6 anzureleasen. Und die Stu, einer der krassesten Leaker überhaupt in diesem GTA-Planeten, hat sogar darauf getippt, dass es in den nächsten 2 Monaten kommen wird. Und wenn wir zurückblicken, die Stu war derjenige, der am häufigsten recht hatte, wenn es um Vorhersagen ging. Die nächsten 2 Monate scheint auch etwa realistisch zu sein, wenn das Spiel wirklich 2024 oder spätestens 2025 released werden soll. Ja, und wenn man sich als allererstes mal die Zahlen anguckt, die ergeben natürlich gar keinen Sinn. Da muss man wirklich eine Butterbirne sein, um zu sagen, diese Zahlen sind einfach nur stylisch, deswegen sind die da. Nein, jeder GTA-Fan sieht direkt eine geheime Botschaft darin versteckt. Und das weiß Rockstar Games, dass wir danach spionieren werden und tatsächlich wurde der Code sogar geknackt. Und da hat der User auch die Website genutzt, die dazu spezialisiert ist, Codes zu entschlüsseln. Und was dabei rauskommt, ist einfach nur schockierend. One day will reveal all. Bedeutet so viel wie, eines Tages kommt alles ans Licht. Da denkt man natürlich als GTA-Fan an GTA 6. Und langsam muss ja auch alles ans Licht kommen. Denn wir wollen schließlich noch in diesem Leben GTA 6 zocken. Und verbinden wir mal diese Information mit folgender. Wie heißt das T-Shirt? Das T-Shirt heißt GTA 5 Anniversary. Sorry für mein Englisch an der Stelle. Und steht natürlich dafür da, dass GTA 5 dieses Jahr 10 Jahre alt wird. Und jetzt mit diesen 2 Informationen in Verbindung. Was soll da noch ans Licht kommen, wenn nicht der Nachfolger? Ja, und genau die gleichen Fragen haben sich sehr viele von euch auch gestellt. Was will uns Rockstar Games damit sagen? Hört doch endlich auf, mit unseren Gefühlen zu spielen und nennt uns ein verdammtes Release-Datum. Wenigstens ein Screenshot von GTA 6, wie es momentan aussieht. Doch Freunde, die Information war noch nicht alles. Es geht noch weiter. Denn im Coding von GTA 5 hat man noch folgende Dateien gefunden. Da sah man auf jeden Fall einen Laptop mit demselben Symbol, den man auf dem T-Shirt sieht. Und unten links auf dem Laptop ist wieder ein Zahlencode zu sehen. Und auch dieser wurde versucht zu entschlüsseln mit Erfolg. Und dadurch, dass der Code keine richtig gute Auflösung hatte, gibt es beim Entschlüsseln ein paar Schreibfehler, die aber keinen großen Teil beitragen, denn man kann es trotzdem lesen. Denn der Satz sollte eigentlich lauten, connect the lines. Verbinde die Linien. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt damit gemeint? Welche Linien sollte man verbinden? Und was ist genau mit Linien gemeint? Und dann gibt es doch ein weiteres Symbol mit dem neuen Code. Und zwar ist es dieser Planet mit diesen Soundwellen in der Mitte. Mich würde es mega interessieren, was dieser Sound abspielen würde. Würde man irgendwo eingeben? Doch zu dem Code muss man sagen, dieser wurde auch entschlüsselt. Und bedeutet so viel wie, we are watching. Wir beobachten dich. Wer ist wieder wir und wer ist euch? Meint Rockstar Games uns damit, dass sie uns tagtäglich beim Weinen zugucken, weil wir es kaum ertragen können, ohne GTA 6 zu leben? Oder könnte es wieder mal eine Anspielung auf Aliens sein?
Weil ich meine, auf dem Shirt in der Mitte sieht man ja auch ein Alien. Das Interessante ist ebenfalls, dass T2 vor ein paar Monaten gesagt hat, dass er der Meinung ist, dass GTA 6 in GTA 5 angeteasert wird. Und zwar in Form von Aliens, die uns quasi sagen, ey, es wird GTA 6 da und da released. Hört sich verdammt nach Hokus Pokus an, aber wenn man sofort Live-Events und ähnliches anguckt, wie es bei denen hypt, warum sollte dann Rockstar Games das Ganze nicht auch mal ausprobieren? Jetzt muss man natürlich das Ganze zusammenfassen. Diese ganzen Codes, die wir gesehen haben, plus der T-Shirt-Name. Alles spielt eigentlich in die Hände, dass damit GTA 6 gemeint sein könnte. Jedoch wurden wir auch schon sehr oft von Rockstar Games hinters Licht geführt. Deshalb würde ich an der Stelle nicht meine Hand ins Feuer legen. Denn am Ende ist es wieder mal irgendwas komplett Harmloses und wir haben uns zu viele Gedanken gemacht. Destotrotz muss man an der Stelle sagen, T2 meinte, dass diesen oder nächsten Monat sogar eine Anteaserung kommt. Und es ist Fakt, dass Rockstar Games und Take-Two wirklich nicht mehr sehr viel Zeit haben, um das Spiel zu vermarkten und zu promoten. Deshalb muss dieses Jahr auf jeden Fall irgendwas passieren. Ja, Freunde, jetzt seid ihr gefragt, was sagt ihr zu diesen Informationen? Glaubt ihr, ist es zurückzuführen auf GTA 6 oder ist es mal wieder irgendwas Harmloses? Schreibt auf jeden Fall eure ausführliche Meinung in die Kommentare. Ich werde das Ganze lesen, beantworten und ein Herz da lassen. Dankeschön.